Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Die heutige Sendung kommt wieder vom lieben Michael, der hat er mir zusammen mit einigem Verpackungsmaterial und ein paar Packungen Hüllen mitgeschickt. Und wir haben jetzt die Folge 99, das heißt die nächste wird quasi eine Jubiläumsfolge, nämlich die 100. Folge Neuzugänge. Ich bin drauf und dran, was richtig krasses dafür ranzuschaffen, aber irgendwie, also bei Eduard wird es nicht funktionieren, weil der... Bei dem ist es halt tatsächlich so, dass er mir nur bis zu einem bestimmten Maße was schickt. Erik hat gerade nichts da, außer dem, was ich jetzt hier habe für Folge 99. Und das ist nicht cool genug in Anführungszeichen für Folge 100. Und Kerim bin ich gerade am Verhandeln, aber da schaut es auch nicht sonderlich gut aus. Aber ich bin ziemlich zuversichtlich, dass ich da irgendwie jetzt im Laufe der Zeit was ranbekomme. Gut, genug geschwätzt, wir fangen an mit den Karten. Das ist eine etwas kleinere, aber trotzdem coole Sendung. Und anfangen werden wir mit diesem Exemplar hier. Das ist der schwarz geflügelte Drache und das ist die einzige Karte, die mir ziemlich viel tut, muss ich sagen, weil die ist echt played. Ich weiß nicht, ob man es sieht, die hat hier einen Knick, der geht so rein. Sie ist oben hier eine Farbabnutzung, hier einen Knick. Und auch hier hinten ziemlich abgeranzt. Ich die Bilder bei Erik gesehen habe, sah sie halt mint aus. Ich habe auch nicht nachgefragt, weil das meiste, was ich von Erik bekomme, ist halt auch wirklich mint. Es ist natürlich nach Market berechnet worden. Das heißt, die Karte, ich habe auch nur das für die Karte bezahlt, was sie auch tatsächlich wert ist. Aber sie ist auf jeden Fall noch gut genug für meine private Sammlung. Das heißt, jeder, der jetzt hofft, dass sie zur Abgabe ist, nein, ist sie nicht. Ich habe so einen noch nicht in meiner privaten Sammlung und dementsprechend wird sie halt so in meine kleine persönliche Sammlung für mich, für meine Schätze, die ich nicht ausstellen werde, kommen. Und ja, ist also auch gut. Sehr schöne Karte übrigens in Ghost Rare, extrem schön. Auch wenn ich den 3D-Effekt teilweise sehr verwirrend finde, weil das ein bisschen verschwommen aussieht. Aber gut. So, die nächste Karte ist eine Karte, die ist auch nicht hundertprozentig mint. Wir sehen es hier schon. Hier hat die einen kleinen Kratzer. Das ist der Majestic Red Dragon, aber der geht eigentlich voll klar. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich den für die offizielle Ausstellung nehmen kann, weil der Kratzer hier halt doch schon sehr auffällig ist, aber für meine private Sammlung auf jeden Fall optimal. Die Karte ist englisch, unlimitiert und wie gesagt, ich würde sie auf jeden Fall aufgrund des Kratzers jetzt noch als exzellent bezeichnen, weil der Rest ist halt, also wenn man vom Kratzer absieht, ist der Rest wirklich top mint, ja. Also wirklich, wirklich top Zustand, kann man nichts gegen sagen. Sehr schöne Karte übrigens. Dann haben wir hier diesmal wenigstens in Mint, erste Auflage Nummer 92, Arthurd Drache. Die Karte war auch einiges wert, soweit ich mich erinnere, zumindest als ich sie das letzte Mal gekauft habe, was auch übel lange ist. Das letzte Exemplar habe ich bei meiner ersten 1000 Euro Mega Opening Folge mit dem Alexander Wiemer, war das glaube ich, von dem habe ich das abgekauft, ihr kennt den vielleicht. Alex Zockt ist sein YouTube-Name, dem habe ich das abgekauft, der hängt ja auch ab und zu mit Schattenspielern in seinen Videos rum und so, ne. Wie auch immer, es jetzt gehört es nicht zum Thema. Nummer 92, Earthheart Dragon, richtig, richtig cool. Und ich habe Erik beackert. Ich habe das in jedem Kommentar gepostet, dass ich diese blöde Karte will, die er gezogen hat. Und endlich habe ich sie bekommen. Und zwar ist das der Zodiac Schweifpeitsche, meine absolute Lieblings-Zodiac-Karte. Die ist einfach nur übertrieben oldschool. Sie ist richtig cool, schön düsterer Hintergrund, schön düsteres Monster. Wirklich sehr, sehr oldschool designt hier aus dem Astral-Pack, nicht aus dem Astral-Pack, aus dem OTS-Pack 5. Und zwar habe ich direkt ein Playset davon bekommen, alle drei, die er gezogen hat. Richtig, richtig schön. Er wollte die eigentlich zuerst noch nicht hergeben. Er hat ja manchmal so seine Ticks, dass er bestimmte Karten erstmal noch eine Weile behalten will, bevor er sie verkauft, was jetzt Gott sei Dank, zumindest bei den drei Karten, hat er sich jetzt doch breitschlagen lassen, weil ich gesagt habe, ich brauche noch was für Folge 99, ob er irgendwas Besonderes da hätte. Richtig cool. Übertrieben nice. Wie gesagt, Artwork unglaublich cool. Das ist eine Karte, meine absolute Lieblings-Zodiac-Karte. Ich kann es nur wiederholen. Es gibt keine schönere Zodiac-Karte, meiner Meinung nach. Ich finde die Zodiacs alle cool. Ohne Witz. Außer diese komische Kamenex, diesen Affen oder was das ist. Den mag ich nicht, aber ansonsten mag ich eigentlich jede Zodiac-Karte. Sehen richtig geil aus. Dann Debris Dragon aus dem Astral Pack 1 in Alti. Auch sehr, sehr schön. Wusste ich gar nicht, dass es die gibt. Dementsprechend ist das auch tatsächlich mein erstes Exemplar an Ultimate Rare aus dem Set. Sehr schön, ich habe den ansonsten nur in Secret und Gold und so weiter. Hätte ich natürlich gewusst, dass es den gibt in Ultimate, hätte ich mir den schon wesentlich früher recht gezielt geholt. Ist übrigens auch ein sehr, sehr schönes Artwork, muss ich sagen. Dann haben wir den kolossalen Kämpfer, den haben wir jetzt auch erst letztens gesehen in Ultimate Rare aus dem Turbo Pack 5.
Ist auch eine coole Karte, aber die ist ja tot geprintet worden, die Karte. Die gibt es ja in allen möglichen. Die gibt es in Common, in Rare, in Super, in Ultra, glaube ich auch, in Secret, in Ulti, in Gold. Puh, ich glaube, irgendwie in Shatter oder Starfall auch noch. Also die ist unglaublich, wie oft die gedruckt worden ist. Aber in Ultimate sieht sie natürlich mega cool aus, weil Ultis sind ja im Allgemeinen recht nice. Und geht, glaube ich, auch noch ein paar Euro. Aber ist, glaube ich, nicht die teuerste Ulti aus solchen Packs. Dann haben wir First in die Leere aus TSHD. Ich glaube, nee, nicht das Secret Force. Ich verwechsel sie jedes Mal. Nein. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht mehr, wie das Set hieß. TSHD, oh Gott. Nee, ich habe echt keine Ahnung mehr. Ist auch eine sehr, sehr schöne Karte. Davon habe ich jetzt, das ist meine 7. in Ultimate Rare. Richtig cool. Und zu guter Letzt haben wir eine Ultra. Nämlich den Spieldrachen der Harpien. Aus der Legendary Collection. Auch der geht ein paar Euro, ich glaube. 5 oder 6, wenn ich mich nicht täusche. Ist eine sehr, sehr schöne Karte. Ich habe auch 2 Stück in Secret und ziemlich viel in Ultra. In Kamen habe ich in Kamen gibt es, glaube ich, gar nicht. Ich glaube nur in Ultra und Secret. Wie auch immer, ist auch eine ultra schöne Karte und es freut mich, sie hier zu haben. Bonuspäckchen war heute keins dabei. Dementsprechend endet die Sendung hier und ich hoffe, sie hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wann die 100. Folge kommt, denn ich werde die 100. Folge echt nur dann drehen, wenn ich was ganz Besonderes am Start habe, denn es ist eine Jubiläumsfolge und die will ich nicht an irgendwelche Champion-Pack-Karten oder so verschwenden. Ich habe vielleicht gedacht, eine schöne Ladung Retro-Pack-Secret, sowas haben wir eher, also was heißt eher selten? Ich meine eher selten im Sinne von, dass es nur solche Karten sind. Es gibt natürlich schon einige Folgen, wo nur Champion-Pack-Karten sind, nur Astral-Pack, nur OTS, aber es gibt noch fast keine Folge, wo nur Retro-Pack-Holos dabei waren. Ne? Ich meine, wir hatten sie natürlich schon in den Folgen Neuzugängen, aber halt noch nicht so häufig, wenn dann eher in den Mega-Openings. Ja, das war's dann soweit. Ich würde sagen, wir sehen uns dann zur 100. Folge. Vielleicht kommt zwischendrin nochmal eine Folge Sammelkartencheck oder Mega Opening. Und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.